Liebe Leute, heute wieder ein neuer Vlog mit dem lieben Xavok und Zitrone. Der lieben Zitrone. Genau, wir kochen jetzt. Und zwar, ja, was ist das eigentlich? Warte mal. Und zwar Zitronen-Parmesan-Schnitzel mit Vollkornreispenne und Tomatensauce. Und dazu benötigen wir ganz schön viel. Und zwar Butter, Tomaten, Hähnchen, pastierte Tomate, dann Käse, bisschen Zucker, bisschen Mehl, dann eine Zwiebel, Knoblauch, ein Ei, ein bisschen Basilikum und eine Zwiebel. Eine Zitrone. Und die Nudeln. Und Wasser wahrscheinlich. So ein bisschen. So soll das dann mal aussehen. Oh, das spiegelt sich voll. So soll das dann mal aussehen. Bin hier mal gespannt. Legen wir los. Ja, Zwiebeln geschnitten. Ich sehe zwar nichts mehr, aber es brutzelt. Dann muss es richtig sein. So. Das brutzelt jetzt einfach mal hier so ein bisschen vor sich hin. Xilin schneidet gerade Tomatis. Mit Tomaten schmeckt es gleich viel besser. Ein halbes Kilo Zucker rein. Mehr. So, nein. Nur ein Teelöffel. Ein halber. Das ist schon fast nicht wirklich erwähnt. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben viel größere Tomaten und demnach viel mehr Tomaten. Aber ach so, das stimmt. Keine Ahnung. Nein, so. Kann man ja noch machen. Kann man abschneiden. Ja. Aber weiter geht's. Da kommen Kapern rein. Ich weiß, dass Kapern extrem intensiv schmecken und irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass die schmecken. Ich kenne nur Kaperngläser und ich weiß, wenn man die Kaperngläser gespült hat, dass die noch monatelang nach Kapern riechen. Und das ist total intensives Zeug und ich weiß überhaupt nicht, wie das schmeckt und ich probiere das jetzt einfach mal aus, pur, wie so ein Ding schmeckt. Ganz schön salzig, aber eigentlich lecker. Aber salzig, meine Lippe brennt. Oh, aber eigentlich schon lecker. Gut, dass wir sie gekauft haben. Wir wollten sie eigentlich weglassen, weil wir gesagt haben, das schmeckt eh nicht. Also sehr, sehr, sehr intensiv, muss man schon sagen. Also ist eine Geschmacksexplosion im Mund auf jeden Fall. Aber ich habe gedacht, die schmecken voll eklig, aber das ist schon Jahrzehnte her. Okay, die kommen jetzt auch da rein. Sie hat Aggression. Ich habe keinen Fleischklopfer. Sie hat Aggression, das ist die wahre Ausrede. Ich brauche einen Fleischklopfer. Ausrede. Wir haben einen, schau das doch. Fällt auseinander. Schau, hier haben wir doch einen, hier in der Schublade. Spaß, wir haben leider echt keinen. Immer schön drauf da. So, ich habe die Panade schon gemischt. Etwas Mehl, etwas Käse, also beziehungsweise Parmesan und Zitronenschale. So, und hier drinnen brutzelt die Soße. Die ganzen Kapern. So, weiter geht's. Wie schaust du schon wieder aus? Wie so geht's? Wie ein Mann auszusehen hat. Wenn er Schnitzel macht. So, ich komm mal her. Das schaut doch schon gut aus. Ja, sieht gar nicht so schlecht. Und die Nudeln sieht man jetzt verstecken. So. Nochmal. Schön. Muss man ja ein Foto davon machen. Ja, muss man. So. Boah, das sieht so gut aus. Wir haben schon mal ein bisschen Panade genascht und das schmeckt so geil mit dem Parmesan. Ich bin schon mega gespannt, wie das. Ich bin schon mega gespannt, wie das jetzt gleich in Kombination mit der Soße und den Nudeln und der Zitrone schmeckt und natürlich auch mit dem Hähnchen. Das sieht super geil aus und ich bin schon sehr gespannt.